Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen ein ganz kleines bisschen Gefahr. Hier ist gerade ein schönes praktisches Beispiel. Geht auch wirklich nur ganz schnell. Was man gerne vergisst, ist Schneebruch. Weil, hier sehen wir ja, der Baum offensichtlich, kannst du ein bisschen ranzoomen bitte? Bin dabei. Okay, Kamerafrau, tipptopp. Der Baum offensichtlich wäre der normalerweise nicht so komisch abgebrochen, nicht so komisch einfach die Spitze, schon gar nicht, wenn es sich um einen Laubbaum im Winter handelt. Das ist also sehr seltsam, dass man das hier so sieht. Und wenn man sich jetzt in der näheren Umgebung umguckt, magst du gerade einmal auf die andere Straßenseite? Ich komme mit, damit man mich versteht. Ich bin ja sonst im Richtmikrofon. Also da hinten kann man es auch noch mal schön sehen. Es ist teilweise richtig flächenmäßig, wie die Spitzen der Birken abgebrochen sind. Und eigentlich... eigentlich, hier spielt die Musik, ist eine Birke ja eine Baumart, die kaum vom Wind wirklich beschädigt werden kann, eben aufgrund der Tatsache, dass wenn der Wind kommt im Winter, kein Laub dran, kein Windwiderstand. So, und jetzt gab es eben in letzter Zeit, wir haben es ja alle mitbekommen, so viel Nassschnee, dass die Bäume so stark belastet sind in ihrem Kronenbereich, selbst wenn sie nur so ein paar dünne Zweigchen haben wie diese Birken da, die da so schräg steht, die ist auch eigentlich im Eimer, das überlebt sie wahrscheinlich nicht mehr lange, in Kombination mit dem supernassen Schnee, da einfach so viel Gewicht in der Krone liegt, wenn dann noch ein bisschen Wind kommt, plus dann eine erhöhte Windangriffsfläche, weil der Schnee ja auch Fläche hat, dann knickt da ganz schnell mal die Krone weg. Und das ist schlicht und ergreifend so der Hauptgrund, weshalb alle Welt warnt, dass man zurzeit, also wir zumindest so die letzten Wochen, kaum in den Wald gehen kann, in eben entsprechend bergigen Gebieten, eben aufgrund von Schneebruchgefahr. Selbst dünne Bäumchen, die normalerweise bei Sturm überhaupt kein Risiko darstellen, durch so einen Wald könntest du bei egal welchem Sturm eigentlich durchlatschen. Da könnte dich höchstens so ein dünnes Ästchen, was da irgendwie abgerissen wird, treffen. Die Chance, dass man sich da wirklich verletzt, dass einem da wirklich was passiert, super gering. Bei aber Schnee plus Wind, wenn man da ständig solche Baumkronen abbekommt oder so ein ganzer Baum und so weiter und so fort und das mit Wucht und mit ordentlich Schnee drauf, dann sind die ja auch schwer. Also Schneebruch tatsächlich eine reelle Gefahr für Leib und Leben, wenn man dann beim Wetter mit viel nassem Schnee und ständigem Schneefall tatsächlich in den Wald geht. Ja, das war es eigentlich auch. Ach nee, doch noch nicht. Woran erkennt man, ob ein Baum Schneebruch gefährdet ist? Naja, er ist dünn genug, um durchzubrechen. Bei älteren Bäumen, da wird eher nur ein einzelner Ast abfallen. Und grundsätzlich sind Bäume, die ohnehin schon im Gebirge stehen und eine morphologische Anpassung eben ans Gebirgsleben haben, weniger gefährdet. Wenn du dich noch einmal umdrehst, Kamerafrau bitte, und mir folgst. Danke. Da hinten, hinter der Birke, da seht ihr so ein paar Bäume, die im oberen Kronenbereich wirklich nur ganz, ganz kurze Ästchen haben. Die ragen also wirklich kaum vom Baum raus. Das ist kein Zufall. Also die sind natürlich auch sonst relativ geschädigt und haben einen deutlichen Nadelverlust, die Bäume. Aber es ist auch kein Zufall, dass sie so relativ kurz ausladende Äste haben. Weil wenn da der Schnee eben entsprechend drauf landet, ist die Hebelwirkung vom Schnee außen auf dem Ast relativ gering, dass einem der Ast abbricht. Das Risiko wird also immer geringer. Und gerade Hochlagenfichten, die lange Zeit schon über mehrere Generationen in der Hochlage stehen, das sind jetzt keine perfekten Beispiele, da müssten wir jetzt in die Alpen gehen oder sonst wohin, die sind ganz gut angepasst eben auf die Schneelasten, die sie abbekommen. Dementsprechend ist da das Schneebruchrisiko vergleichsweise gering, andererseits aber auch wieder höher, weil es da halt enorm viel Schnee gibt. Also in jedem Fall bei viel frischem, nassen Schnee plus Wind nicht in den Wald gehen, ist tatsächlich sehr gefährlich. Jo, das war es gewesen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.